Als sie nach vorne beugte, habe ich ihren Kopf unter Wasser gedrückt, bis sie tot war. Warum haben Sie sie getötet? Ich wollte wissen, wie es ist, wenn ein Mensch stirbt. Es ist gut, dass Sie mich gefasst haben. Ich würde es nämlich wieder tun. Die nachgestellte Vernehmung eines Doppelmörders. Nur durch die akribische Arbeit der Polizei und dank eines Zufalls konnte ein gefährlicher Sexualstraftäter sehr schnell gefasst werden. Die Taten des Manfred I. sind schrecklich. Sein letztes Opfer, die gerade mal 19-jährige Diana aus Sachsen. Diana Kubasch kommt aus dem kleinen Ort Straßgräbchen bei Dresden. Seit gut einem Jahr macht sie eine Ausbildung in diesem Hotel in Oberschleißheim bei München. Am 17. Oktober 1999 fährt sie von einem Wochenende bei ihren Eltern mit einer Mitfahrgelegenheit von Dresden nach München zurück. Am Hauptbahnhof steigt sie aus. Sie will die nächste S-Bahn nach Oberschleißheim erwischen. Vier Tage später wird ihre Leiche unweit des Hotels gefunden. Sie ist Opfer eines Sexualmordes geworden. Das ist so wie in vielen dieser Fälle, man hat ein Opfer. In dem Fall hatte man sogar noch den Vorteil, dass man das Opfer kannte. Also die Identität war geklärt. Oftmals haben sie ja noch Fälle, wo sie erst noch die Identität des Opfers klären müssen. Und das war bekannt und mehr eigentlich nicht. Und dass sie im Hotel Kurfürst gearbeitet hat und dass sie im Grunde genommen an dem Abend aus Dresden nach München zurückgefahren ist zu ihrer Arbeitsstelle. Das waren so die ersten Informationen. Udo Nagel ist 1999 Chef der Münchner Mordkommission. Er leitet auch die Soko Diana, die sofort nach dem Auffinden der Leiche eingerichtet wird. Für Lehrzwecke lässt Nagel damals die Ermittlungen der Sonderkommission mit einer Kamera begleiten. Diese Einblicke in die Arbeit einer Soko dürfen wir zeigen. Der Tatort wird weiträumig abgesperrt. Die Kriminaltechnik sichert die Spuren. Schnell ist klar, die 19-Jährige wurde am Fundort getötet. Doch die Spurenlage ist außergewöhnlich. Und da gab es zwei Ansatzpunkte, die für uns sehr interessant waren. Zum einen war das Opfer unter der Bekleidung auffallend sauber, sodass die Vornahme sämtlicher Handlungen vor Ort im Wald relativ schwer vorstellbar waren. Das war das eine. Und der zweite Aspekt war, dass es eine veränderte Bekleidungssituation gab. Denn sie war ja mit der Mitfahrgelegenheit unterwegs. Dort wurde sie beschrieben, welche Bekleidung sie anhatte. Und bei der Auffindung der Leiche waren es andere Bekleidungsgegenstände, vor allem in der Oberbekleidung, die sie anhatte. Und insofern lag auch da der Verdacht nahe, hier könnte es zu einer wie auch immer gearteten Veränderung gekommen sein. Die Experten der operativen Fallanalyse um Alexander Horn sind von Anfang an in den Fall eingebunden. Für die Analyse der sogenannten Profiler sind nicht nur die Spuren am Tatort oder zum Beispiel das Verletzungsmuster des Opfers wichtig. Für uns spielt neben dem Tatort, den Spuren, die wir vor Ort finden und den Erkenntnissen der Rechtsmedizin das Opfer eine große Rolle. Das heißt, wir müssen erstmal verstehen, wer war dieses Opfer, was waren die Lebensgewohnheiten, was waren Routineverhaltensweisen, wo waren Gefahrenbewusstsein zum Beispiel, wo gab es Konfliktfelder oder Ähnliches. Diana wird am 8. September 1980 in Rechelwitz bei Kamenz geboren. Sie hat zwei ältere und einen jüngeren Bruder. Kindergarten und Schule besucht sie in ihrem Heimatort Straßgräbchen in Sachsen. Diana ist eine gute Schülerin, sie hat Spaß am Unterricht. In ihrer Freizeit tobt sie meistens mit ihren Brüdern oder ihren besten Freundinnen durch den nahegelegenen Wald. Sie liest gerne und viel. Die Bücher bekommt sie immer von ihrer Oma, die in einer Buchhandlung arbeitet. Diana spielt in der Mädchenfußballmannschaft, bis sie ihre Lehre in München beginnt.
Die Polizei kann rekonstruieren, dass Diana mit der S-Bahn in Oberschleißheim angekommen sein muss. Im Haus gegenüber, in der Mittenheimer Straße 50, hat sie bei einer Freundin ihr Fahrrad untergestellt. Von dort fährt sie in Richtung ihrer Wohnung. Nur wenige hundert Meter davon entfernt wird sie tot aufgefunden. Der Leichnam wird obduziert. Die Rechtsmediziner können DNA-Spuren sichern, die möglicherweise vom Täter stammen. Und es gibt ein weiteres Ergebnis, das für die Ermittler erst einmal sehr rätselhaft ist. Einer der Befunde war, dass sie einen Alkoholwert im Blut hatte. Das war insofern ganz interessant, da diese Information eigentlich überhaupt nicht zu dem passte, was wir von dem Opferbild wussten. Denn die Ermittlungen, die zum Opfer gemacht worden sind, relativ schnell haben ein klares Bild gezeichnet von dieser jungen Frau. Und dort hieß es zum Beispiel zum Bereich Alkoholkonsum, vielleicht, wenn man mal abends Pizza essen gegangen ist, dann wurde da mal ein Glas Wein getrunken. Aber das wäre es schon gewesen. Und hier haben wir einen Blutalkoholwert gehabt, der sich in einem Bereich um 1 Promille bewegt hat. Also insofern war das ein Befund, der nicht zusammenpasste zu dem, was wir von dem Opfer wussten. Das Interesse der Medien an dem Fall ist groß. Fast jeden zweiten Tag hält die Polizei eine Pressekonferenz ab. Knapp eine Woche nach dem Auffinden der Leiche gehen die Ermittler mit einer spektakulären Neuigkeit an die Öffentlichkeit. Die DNA des Mörders von Diana taucht bei einem anderen Sexualdelikt auf. Einer versuchten Vergewaltigung einen Monat zuvor. Der erste Fall war ja einen Monat vorher, ziemlich genau einen Monat vorher. Mitte September war dieser Überfall auf diese Frau mit dem Fahrrad. Dabei sind auch DNA-Spuren gesichert worden. Und nachdem es ein unbekannter Täter war, sind diese DNA-Spuren auch eingestellt worden ins System. Und jetzt kommen wir wieder zur Zusammenführung der beiden Fälle. Und nachdem es diese DNA-Spuren im Fall Diana Kubasch gab, hat natürlich das System aufgeleuchtet und gesagt, da habe ich noch einen Fall mit der gleichen DNA. Und so war die Zusammenführung der beiden Fälle. Eine junge Frau ist in Oberschleißheim unterwegs. Plötzlich rammt ein Mann ihr Fahrrad. Er greift sein Opfer an und zerrt es ins hohe Gras. Mit solchen Daumenschellen fesselt er die Frau. Als Passanten zu Hilfe kommen, flieht der Täter. Diese Information, dass er 4 Wochen zuvor schon mal tätig war, hat das Täterbild nicht wirklich dahingehend verändert, zu sagen, wir haben es mit ganz was anderem zu tun. Es hatte aus meiner Sicht das Täterbild nur deutlicher gemacht, dass wir es hier mit jemandem zu tun haben, der sehr außergewöhnliche Verhaltensweisen setzt, die in eine auch sexuell sadistische Richtung gehen, dass wir es mit jemandem zu tun haben, der vorbereitet ist, der Tatmittel mitführt. Und das hat sich sozusagen in diesem Delikt 4 Wochen zuvor bereits abgezeichnet. Also die Gefährlichkeitsbewertung wurde dadurch nur weiter erhöht. Und zu sagen, wir haben es mit jemandem zu tun, der ein hohes Potenzial hat, auch ein Serientäter zu sein. Wenige Tage später gibt der Chef von Diana Kubasch einen scheinbar unwichtigen Hinweis. In einem Telefonat mit Udo Nagel erzählt er, dass bei seinem Mieter ein Fenster eingeschlagen sei. Macht erstmal überhaupt keinen Sinn, das mit dieser Tat von der Diana Kubasch in Verbindung zu bringen. Mein Ansatz bei der Arbeit mit der Sonderkommission war eigentlich der, es ist ganz wichtig, jede Spur, jeden Hinweis auszuermitteln, auch wenn er im Anfang vielleicht nicht den Eindruck hatte, dass es irgendwo eine bedeutende Spur ist. Das weiß man immer erst, wenn man sie ausgemittelt hat. Und dann hat man sich die Wohnung näher angesehen. Und die ist in dem Haus, in dem Diana ihr Fahrrad untergestellt hatte. In der betreffenden Wohnung lebt seit 2 Monaten ein gewisser Manfred I. Dann haben wir festgestellt, Manfred I. ist in der Vergangenheit schon aufgefallen wegen Sexualdelikten.
Und da ist die Spur immer heißer geworden. Dann haben sie einen Beschluss besorgt, einen richterlichen, und sind am Sonntag in der Früh in die Wohnung gegangen, haben Spuren gesichert. Die Kriminaltechnik übernimmt die Arbeit vor Ort. Sie stellt fest, das Fenster war schon vor Dianas Verschwinden zerschlagen. In der Wohnung allerdings stehen unzählige Dosen und Flaschen mit Alkohol herum. Schnell wird deutlich, Manfred I. hat sie offenbar fluchtartig verlassen. DNA-Spuren, die in der Wohnung gesichert werden, werden von der Rechtsmedizin sehr schnell mit der DNA von Diana verglichen. Dann war klar, Diana Kubasch war in dieser Wohnung. Und bei dem Tatverdächtigen dürfte sich um Manfred I. handeln, oder beim Täter dürfte sich um Manfred I. handeln, weil eben die DNA, die an der Leiche von Diana Kubasch war, identisch ist mit der DNA, die in dieser Wohnung gefunden wurde. Dies bedeutet, hier wurde Diana wahrscheinlich längere Zeit festgehalten und von ihrem Peiniger vergewaltigt. Das, was tatsächlich für uns interessant war, war dieser zweite Tatort, diesen zweiten Handlungsort zu finden. Denn aufgrund unserer Analyse gingen wir davon aus, es gibt einen zweiten Handlungsort. Und der dürfte auch in der Nähe sein, der dürfte nicht ewig weit weg sein. Denn es dürfte ihm gelungen sein, sie vom Fahrrad runterzuholen, dann zu Fuß an diese Örtlichkeit zu gehen. Ich war persönlich überrascht, wenn Sie sich dieses Delikt anschauen, dass es sich um eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus handelt. Denn sie dorthin ein Opfer zu bringen, an diesem Opfer all diese Handlungen zu setzen, die ja auch mit erheblichen Schmerzen verbunden sind, die Gefahr, dass das Opfer schreit, dass es Widerstand leistet, das in einer Wohnung zu machen, das hat uns dann schon überrascht. Seit Tagen war Manfred I. nicht mehr in der Wohnung. In einer Pressekonferenz informiert die Polizei die Öffentlichkeit über den Ermittlungserfolg. Der mutmaßliche Mörder von Diana Kubasch ist 25 Jahre alt, von Beruf Dachdecker und ist wahrscheinlich kurz vor der Identifizierung ins Ausland geflüchtet. Wenn ein junges Mädchen von einem Unbekannten getötet wird, vergewaltigt und getötet wird, dann ist es ein Fakt, der ziemlich viel Unsicherheit in der Bevölkerung produziert. Und insofern muss man damit ganz offen rausgehen und ganz schnell. Wenn Sie sich den Zeitablauf anschauen, der hatte Mitte September eine Frau überfallen, wollte sie vergewaltigen, hat dann einen Monat später eine junge Frau, Diana Kubasch in dem Fall, offensichtlich überfallen, vergewaltigt und getötet. Also besteht durchaus die Möglichkeit, dass er in absehbarer Zeit wieder ein Delikt begeht in irgendeiner Form. Und aus dem Grund sind wir auch ganz schnell an die Öffentlichkeit gegangen, um davor zu warnen und nach ihm zu fahnden vor allen Dingen. Mitte November wird Diana in ihrem Heimatort beigesetzt. 350 Bekannte, Freunde und Familienmitglieder sind gekommen. Es herrscht absolute Unverständlichkeit, warum die 19-Jährige aus dem Leben gerissen wurde. Vergewaltigt und ermordet. Der Verlust ist für die Familie schwer, vor allem auch für ihre Brüder. Sie hatten ein sehr enges Verhältnis zu ihrer Schwester. Nach Manfred I. wird nun international gefahndet. Auf den mutmaßlichen Mörder von Diana sind Zielfahnder angesetzt. Er wird im österreichischen Ort Villach gesehen. Danach verliert sich seine Spur. Erst einmal. Gut zwei Wochen später meldet sich ein Zeuge. Er will Manfred I. gesehen haben, und zwar hier, auf dieser Flughafenbaustelle in Athen. Der deutsche Arbeiter hat ihn auf einem Foto in einer Zeitung wiedererkannt. Dann haben sie die Polizei eingeschaltet und dann haben sie, weil sie ja auch nicht wussten, wie gefährlich er ist, haben sie mit einer Finte ihn quasi reingelockt in den Tunnel, haben den Tunnel leer gemacht und dann zugegriffen. Und er war völlig überrascht und damit war er gefasst. Beamte der Soko Diana fliegen sofort nach Griechenland. Manfred I. wird noch vor Ort von den deutschen Ermittlern vernommen. Folgende Szenen haben wir gemeinsam mit den Ermittlern rekonstruiert und von Schauspielern nachspielen lassen.
Wir haben ihre DNA an der Leiche von Diana gefunden. Und wir haben Dianas DNA bei Ihnen in der Wohnung gefunden. Ja, das kann sehr gut sein. Haben Sie Diana vergewaltigt und getötet? Ja. Was ist passiert? Ich habe sie überfallen. In meine Wohnung geschleppt. Dort habe ich sie vergewaltigt. Wo haben Sie sie dann getötet? Im Wald. Beim Fahrrad. Warum? Was hätte ich sonst mit ihr machen sollen? Das Normale bei einem Mordfall bei geständigen Tätern ist, dass sie in irgendeiner Form Ausflüchte suchen, dass sie versuchen, die Schuld auf das Opfer zu schieben, die Tat zu beschönigen oder sich in Selbstmitleid ergehen. All das war bei Manfred I. nicht der Fall. Er ging mit seinen Opfern schonungslos um, aber auch schonungslos mit sich selbst. Er hat die Taten nüchtern, akkurat geschildert und nichts unternommen, um das irgendwie in einem milden Licht erscheinen zu lassen. Mal so ganz salopp eher gesagt, ich habe von ihm auch einiges gelernt. Wie geht es im Kopf eines Menschen zu, der im Grunde so kaltblütig, so ohne Einfühlungsvermögen, ohne eigene Gefühle agiert? Das ist etwas, was bei ihm sehr deutlich geworden ist und wo ich auch einiges gelernt habe, wie solche Leute ticken. Der forensische Psychiater Professor Norbert Nedopiel begutachtet Manfred I. für das Gericht. Seine Aufgabe ist unter anderem festzustellen, ob der 25-Jährige schuldfähig ist. Also er hätte nie das Gefühl vermittelt, dass er etwas sozusagen aus einem inneren Zwang heraus tut, sondern weil er die Situation beherrscht, weil es ihm einen Kick gibt, weil er damit seine Dominanz unter Beweis stellt und weil er auch wohl seine Verachtung gegenüber anderen Menschen und insbesondere gegenüber Frauen damit ausdrückt. Das Leben von Manfred I. wird unter die Lupe genommen. Peter Boje war damals als Staatsanwalt für die Anklage zuständig. Die Ermittlungen ergeben, dass Manfred I. bereits wegen eines anderen Sexualdelikts vorbestraft ist. Es gab 1996 einen weiteren Fall, wo er auf Mallorca am Strand eine Frau, ja, man kann sagen, angefallen hat und versucht hat, sie zu vergewaltigen. Dort hat sich allerdings das Opfer heftig gewehrt und konnte fliehen. Daraufhin ist er 6 Jahre in Spanien eingesessen und ist dann später geflüchtet beim Freigang in Spanien, war dann immer wieder auffällig mit Sexualdelikten, auch in Deutschland. Und wir haben natürlich dann seinen Lebensweg nachvollzogen und sind auch auf einen ungeklärten Mord in Rheinland-Pfalz gekommen, wo auch ein junges Mädchen vergewaltigt und getötet wurde. Sie haben 1992 bei Koblenz gewohnt, stimmt das? Ja. In dieser Zeit ist im September eine junge Frau ermordet worden. Sie ist genau am 19. September getötet worden. Sie hieß Patricia, war 20 Jahre alt und Schwesternschülerin. Wie sie heißt, weiß ich nicht. Haben Sie sie getötet? Ja. Ich war sauer auf mich, weil ich das Auto meiner Schwester ramponiert habe. Nachdem ich bei der Polizei gehen durfte, bin ich nach Hause. Und als ich nicht schlafen konnte, dann bin ich losgezogen. Wo sind Sie Patricia begegnet? Das ist nicht weit von der A entfernt gewesen. Ich habe sie dorthin gebracht und vergewaltigt. Und danach?
Dann sollte sie sich im Fluss das Gesicht waschen. Es war voller Blut. Als sie nach vorne beugte, habe ich ihren Kopf unter Wasser gedrückt, bis sie tot war. Warum haben Sie sie getötet? Ich wollte wissen, wie es ist, wenn ein Mensch stirbt. Es ist gut, dass Sie mich gefasst haben. Würde es nämlich wieder tun. Er hat damals gesagt, in Bezug auf diese erste Tat, auf den ersten Mord, ich wollte auch sehen, ob ich das kann. Also ob ich eine Frau oder einen Menschen umbringen kann. Und das war dann ja so der Grund, einer der drei Gründe, so viel ich mich erinnern kann, der drei Gründe, warum es zu diesem Mord gekommen ist. Der wichtigste Grund war Verdeckung. Ein anderer Grund war, dass er seine Wut abreagieren wollte, und das hat alles zusammengespielt. Die Ermittler hatten eigentlich keine Spuren oder Hinweise darauf, dass Manfred I. mit der Tat in der Nähe von Koblenz zu tun hatte. Ein Tatnachweis wäre ohne das Geständnis unmöglich gewesen. Weil er längere Zeit zurücklag und die Spurenlage auch nicht gut war, sodass es für uns eher überraschend war, dass er diesen Fall ohne jegliches Zögern sofort eingeräumt hat. Auch diesen Fall schildert Manfred I. den Ermittlern in allen Einzelheiten. Zum Zeitpunkt des Mordes an der Schwesternschülerin Patricia war er gerade mal 18 Jahre alt. Dass er so jung dabei war, das fand ich schon interessant. Dass er zu so einem frühen Zeitpunkt schon dieses komplett destruktive Potenzial so ausagiert hat. 7 Jahre später tötet Manfred I. ein zweites Mal. Hier an dieser Stelle hat er Diana überfallen und in seine Gewalt gebracht. Udo Nagel, der damalige Leiter der Soko Diana, erinnert sich, dass der Tatverdächtige ganz genau geschildert hat, wie die Tat abgelaufen war. Das heißt also, angefangen vom Überfall auf dem Nachhauseweg von der Diana von der S-Bahn zum Hotel, wo sie ihr Zimmer hatte. Er hat sich Gedanken gemacht vorher, dass er eine Frau überfällt. Was er mit der Frau konkret tut, darüber hat er sich seiner Auskunft nach keine Gedanken gemacht, aber dass er die in seine Macht kriegt und dass er mit ihr Dinge anstellt, die ihm dann gerade in den Sinn kommen, und dass das nicht nur beim Sexualakt und dann, weiß ich, zur Tötung führt, das war vorher eigentlich schon auch in seinem Kopf drin. Er hatte sie ja 17 Stunden in seiner Gewalt und er hat sie in seiner Wohnung gefangen gehalten, hat mit ihr auch Gespräche geführt. Und da würde man ja im Normalfall erwarten, dass da eine gewisse Beziehung entsteht. Das war aber nicht der Fall. Er hat sie rein als Objekt zur Verwirklichung seiner Fantasien, die in Richtung einer Sexsklavin gingen, betrachtet. Er hat gespielt mit ihr wie eine Katze mit der Maus. Der lässt sie auch mal Luft schnappen, um sie dann wieder zu packen. Er hat sie betrunken gemacht, hat mit sehr viel Alkohol. Das junge Mädchen war ja alkoholunerfahren, die war ziemlich betrunken dann am Schluss. Und in dieser Phase hat er sie mehrfach die ganze Nacht im Grunde genommen immer wieder sexuell überfallen, vergewaltigt und dergleichen mehr. Sie wäre sehr verschüchtert gewesen und ab einem gewissen Zeitpunkt auch in einer relativ starken Apathie. Und er berichtete davon, dass es zu keinem Zeitpunkt Schwierigkeiten mit der Kontrolle des Opfers gab. Ich weiß, dass dass da viele Interaktionen waren. Da war das Rasieren dazwischen, da war das in die Badewanne legen dazwischen. Es war durchaus ein längeres
um bei dem Wort zu bleiben, Katz-und-Maus-Spiel, das zum Tod geführt hat. Und natürlich stellte sich dann auch die Frage, ja, aber wie bringe ich sie denn dann wieder zurück an den Ursprungsort? Denn die Leiche wurde ja sehr nahe gefunden an dem Ort, an dem auch der ursprüngliche Kontakt stattgefunden hat. Und das hat er ja funktional damit gemacht, dass er ihr Alkohol zu trinken gegeben hat, sie dadurch beeinträchtigt hat, die Hände gefesselt hat und dann letztendlich aber mit ihr zu Fuß an diese Örtlichkeit rausgegangen ist. Es gab eine Frau, die ins Auto gestiegen ist, die ein junges Pärchen gesehen hat und sich noch gedacht hat, mal, am helllichten Nachmittag ist so eine junge Frau schon betrunken. Was ist denn in unserer Gesellschaft los? Also ihr Unverständnis gezeigt hat, ist ja auch nachvollziehbar am helllichten Tag. Aber ansonsten ist er mit ihr durch Wohngebiet zurückgegangen und keinem Menschen ist es aufgefallen. 2,5 Monate nach dem Mord bringt die Polizei Manfred I. zurück an den Tatort. Er soll den Ermittlern zeigen, wie er Diana in dem Wald getötet hat. Dokumentiert mit Videoaufnahmen. Folgende Szene haben wir anhand der Tatrekonstruktion mit Schauspielern nachgespielt. Jetzt zeigen Sie mal, wie Sie Diana ermordet haben. Über die Schnur um den Hals gelegt und so lange fest zugezogen, bis sie bewusstlos war. Dann leg dich mal so hin. Und was ist dann passiert? Dann habe ich ihr die Kehle durchgeschnitten. Jetzt führen Sie mal die Bewegung aus, wie letztendlich der erste Schnitt war. Hier, unterhalb der Schnur. Es war eine emotionale Kälte, würde ich es beschreiben. Ein Draufblicken auf die Tat mit einer relativ großen Nüchternheit. Das Beschreiben von Ereignissen ohne emotionale Beteiligung. Ein Jahr später beginnt der Prozess. Manfred I. ist wegen Doppelmordes und versuchter Vergewaltigung angeklagt. Bei dem Prozess sind die Eltern von Diana Nebenkläger. Noch heute, 20 Jahre später, ist Diana immer noch Teil ihres Lebens. Diana liebt ihre Arbeit. Das Hotelgewerbe ist ihr Traumberuf. Sie hat viele Bewerbungen geschrieben und ist froh über das Angebot aus Oberschleißheim bei München. Kurz nachdem sie dort den Vertrag unterschrieben hat, bekommt sie auch ein Jobangebot in Dresden. Sie tritt aber die Stelle in Bayern an. Das Landgericht München verurteilt den Mörder von Diana, Manfred I., zu lebenslanger Haft. Es stellt die besondere Schwere der Schuld fest. Das bedeutet, dass eine Entlassung bei Verurteilung zu lebenslanger Freiheitsstrafe bereits nach 15 Jahren nicht möglich ist, sondern erst zu einem deutlich späteren Zeitpunkt, in der Regel nach mehr als 20 Jahren überhaupt, eine Prüfung möglich ist. Im Fall Manfred I. wurde zusätzlich die Sicherungsverwahrung verhängt. Das ist keine Strafe, sondern juristisch nennt man das Maßregel und bedeutet, dass jemand, der seine Strafe verbüßt hat, weiterhin letztlich hinter Gittern ist, nicht in Freiheit ist, weil er gefährlich ist. Das war die Spur der Täter. Diese und andere Folgen können Sie sich gerne in der MDR-Mediathek noch einmal anschauen. Die Spur der Täter gibt es auch als Podcast, zu finden in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir sehen uns wieder am nächsten Mittwoch, 21.15 Uhr, mit einem neuen spannenden Fall. Ihnen noch einen guten Abend und auf Wiedersehen. Mit einer Entführung und mit diesem tragischen Ausgang, das war schon etwas Besonderes. Die meisten waren Familienväter
und das ging einem als Polizist auch schon recht nah. Wir wollten nur eins, den Täter so schnell wie möglich ermitteln. Und ist das die Wahrheit? Ja. Das stimmt. Cold Cases. So werden Tötungsdelikte genannt, bei denen die Ermittlungsverfahren über Jahre, in unserem Fall sogar Jahrzehnte, ergebnislos verlaufen. Die 10-jährige Stefanie Drews wurde 1991 entführt und ermordet. Besonders grausam, der Täter hat das Kind von einer Autobahnbrücke in den sicheren Tod gestoßen. Wer ist zu so etwas überhaupt fähig und warum? Fragen die Stefanis Familie, die Ermittler, aber auch die Menschen in Weimar und Umgebung fast 30 Jahre lang beschäftigt haben. Weimar. Hier lebt Stefanie Drews mit ihren Eltern und ihren beiden kleinen Geschwistern bis zu ihrem Verschwinden im Sommer 1991. Stefanie ging in die 4. Klasse. Sie war ein schüchternes Mädchen. Claudia, ihre beste Freundin von damals, erinnert sich noch gut an sie, möchte aber unerkannt bleiben. Sie hatte immer ein freundliches Wort. Ich habe mich mit ihr von Anfang an richtig gut verstanden. Sie stammte aus sehr armen Verhältnissen. Die Eltern hatten einen Teller mit Goldrand, den habe ich meistens bekommen. Stefanie und Claudia verbringen viel Zeit miteinander. Oft schauen sie sich Videos an. Stefanie und ich haben immer den Film Lambada geguckt. Das ist für mich heute noch, wenn das Lied im Radio kommt, ganz, ganz komisch. Samstag, 24. August 1991. Stefanie hat noch eine Woche Sommerferien. Mit ihrer besten Freundin und ihren Geschwistern geht sie in den Ilmpark zum Spielen. Ganz in der Nähe des Parks auf dem Marktplatz von Weimar findet an diesem Tag die Generalprobe zum ZDF-Sonntagskonzert statt. Hier ein Originalausschnitt dieser Veranstaltung. Wegen des Konzerts sind besonders viele Touristen in der Stadt. Stefanie, ihre Geschwister und Claudia sind völlig in ihr Spiel vertieft. Sie merken nicht, dass sie die Aufmerksamkeit eines Mannes auf sich ziehen. Gegen 15 Uhr werden sie von ihm angesprochen. Stefanie und ihre Freundin reagieren zurückhaltend, aber freundlich. Der Mann unterhält sich circa eine halbe Stunde mit den Mädchen. Nach und nach erschleicht er sich ihr Vertrauen. Dann bietet er Stefanie und ihrer Freundin Geld an. Sie sollen ihm dafür den Weg zum 4 Kilometer entfernten Schloss Belvedere zeigen. Stefanie nimmt das Angebot an. Claudia bleibt mit den kleinen Geschwistern Stefanis zurück. Die Dreharbeiten und Recherchen zu diesem Film dauern mehrere Monate. Unterstützung bekommen wir unter anderem von Kriminalhauptkommissar Dirk Stiebitz. Er zeigt uns den Ort, an dem Stefanie und ihre Freundin von dem Fremden 1991 angesprochen worden sind. An dieser relativ auffälligen Sphinxgrotte im Park an der Ilm sprach der Mann die Mädchen an. Er hatte auch versprochen, Stefanie gegen 16 Uhr wieder zurückzubringen. Stefanie kam aus einer relativ sozial schwachen Familie. 50 Mark waren für das Mädchen viel Geld und deshalb, auch weil der Mann vertrauenswürdig wirkte auf sie, schlug sie wohl die Warnung, dass sie nicht mit Fremden mitgehen solle, in den Wind. Die Sphinxgrotte im Park an der Ilm ist nur 400 Meter von Stefanis Zuhause in der Museumsstraße in Weimar entfernt. Als Stefanie gegen 17 Uhr noch immer nicht zurück ist, bringt ihre Freundin die jüngeren Geschwister Stefanis nach Hause und erzählt deren Mutter, was passiert ist. Der Ermittler Dirk Stiebitz erinnert sich, dass die Eltern zunächst eigenständig nach Stefanie suchten. Ohne Erfolg. Am Abend meldeten sie das Kind dann als vermisst.
Wir nahmen die Sache sehr ernst, begannen sofort mit der Aufnahme der Ermittlungen. Insbesondere haben wir intensive Suchmaßnahmen durchgeführt. Es kamen in der Spitze etwa 100 Polizeibeamte hier zum Einsatz, auch ein Polizeihubschrauber. Wir suchten hier im Park, in Weimar und in der näheren Umgebung. Und natürlich haben wir auch die Kinder befragt, wie der Mann ausgesehen hat. Die Polizei erstellt dieses Phantombild. Der Mann soll 20 bis 30 Jahre alt gewesen sein und ungefähr 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß. Zwei Tage später, 50 Kilometer von Weimar entfernt, an der A4 bei der Teufelstalbrücke. Es ist Montagnachmittag, der 26. August 1991. Kinder spielen unterhalb der Brücke. Dort machen sie eine grausame Entdeckung. Zwischen Sträuchern finden sie den leblosen Körper der seit zwei Tagen vermissten Stefanie. Es sieht danach aus, als sei das Kind von der 54 Meter hohen Teufelstalbrücke gestürzt. Einen derart tragischen Ausgang dieser Entführung hatte Dirk Stiebitz nicht erwartet. Ich war damals ein junger Kerl, kam frisch vom Studium, war noch nicht so lange bei der Kriminalpolizei dabei. Für mich persönlich war es der erste brisante Fall dieser Art. Wir alle damals in der SOGO waren hochmotiviert. Die meisten waren Familienväter und das ging einem als Polizist auch schon recht nah. Und wir wollten nur eins, den Täter so schnell wie möglich ermitteln. Ein Beamter vermisst den Fundort der Leiche. Seine Ergebnisse sollten sich Jahre später noch als besonders wichtig erweisen. Hier in der ehemaligen Rechtsmedizin in Jena wird Stefanies Leiche damals obduziert. Dr. Sascha Rommeis muss den schlimmen Verdacht, das Kind sei womöglich von der Brücke gestürzt oder sogar gestürzt worden, bestätigen. Die Obduktion ergab schwere Verletzungen, die mit einem Sturz aus großer Höhe zu vereinbaren waren. Die Verletzungen waren alle unterblutet, das heißt zu Lebzeiten entstanden und sind von ihrer Schwere her auch todesursächlich gewesen. Die toxikologisch-chemische Untersuchung hat sowohl im Mageninhalt als auch im Blut Diazepam, Metazepam und Diphenylhydramin festgestellt. Diese Wirkstoffe beruhigen. Sie sind in Stefanies Blut in extrem hoher Konzentration nachweisbar. Ihr könnte unter anderem das Medikament Forstan verabreicht worden sein. Man muss davon ausgehen, dass sie zumindest Koordinationsstörungen, motorische Störungen hatte, nicht mal vernünftig laufen konnte, eingetrübt war, schläfrig und eventuell sogar bewusstlos. Was ist passiert? Warum wurde Stefanie betäubt? Und wie kam es zu dem Sturz von der Brücke? Hinweise auf einen Sexualmord in dem Sinne gab es nur ganz geringfügige. Was auffällig war, dass der Slip links herum getragen worden ist. Und es wurde dann auch später festgestellt, dass Faserspuren auf der Haut, also im Bereich des Gesäßes, unter dem Schlüpfer gewesen sind, die also von irgendeiner Decke stammen sollten. Ist also auf jeden Fall der Schlüpfer einmal ausgezogen worden. Ganz Thüringen sucht nach dem Täter. Die Presse berichtet über den Fall Stefanie Drews. Auch Kripo-Live unterstützt mehrfach die Arbeit der Polizei. Kriminaloberkommissar Michael Menzel, herzlich willkommen. Herr Menzel, wie weit sind Sie? Ja, also es gab nach Ihrer Sendung mehrere Hinweise und Reaktionen. Und die meisten davon sind auch schon abgeprüft worden. Insgesamt gehen bei der Polizei mehr als 100 Zeugenhinweise ein. Circa 300 Personen werden überprüft. Die Ermittlungen sind umfangreich, füllen am Ende mehr als 20 Aktenordner. Eine heiße Spur ist nicht dabei. Nach unseren intensiven Ermittlungen wurde das Verfahren vorläufig eingestellt. Es gab keine Ansätze mehr, die uns zum Täter hätten führen können. Und das fühlt sich dann eigentlich als Polizist auch nicht gut an, muss ich sagen, weil man das ja auch nicht vergisst. Der Mord an Stefanie Drews sollte nicht das einzige ungeklärte Tötungsverbrechen an einem Kind in Thüringen bleiben.
1993 wird der 9-jährige Bernd Beckmann ermordet. 1996 die 10-jährige Ramona Kraus. Mord verjährt nicht. In Jena wird deshalb 2016 die Sonderkommission Altfälle gegründet. Sie soll die Ermittlungen zu den ungeklärten Kindermorden neu aufrollen. Kriminalhauptkommissar Dirk Stiebitz ist wieder einer der 20 Beamten im Team. Und auch Kriminalhauptkommissarin Caroline Böhme unterstützt die SOKO als Auswärterin. Es war eine Unmenge an Material, was gesichtet wurde. Die drei Fälle wurden getrennt voneinander von den Auswärtern betrachtet und auch neu beurteilt. Um ein effektives Arbeiten zu ermöglichen, werden alle Akten zunächst einmal digitalisiert. Das sind insgesamt immerhin 300 Ordner. Es handelt sich ja um Fälle von 91, 93 und 96. Und den Tatorten Jena und Weimar war es Zielsetzung, dass wir dort verdächtige Personen aus dem einen Verfahren in das andere Verfahren überführen können und diese dann in diesem Verfahren nochmal neu beurteilen können. Für die operative Fallanalyse holt sich das Thüringer Team Unterstützung. Den Fall Stefanie Drews übernimmt das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen. Der Leiter der OFA dort ist Steffen Franke. Die Fallanalyse hat, sag ich mal, einen wesentlichen Bestandteil, und zwar ist das die Rekonstruktion des Tatgeschehens. Mit der Rekonstruktion des Tatgeschehens wollten wir insbesondere die Fragen der SOKO-Altfälle beantworten, worum es darum ging. Zum einen, was ist eigentlich danach passiert, als der Täter zusammen mit Stefanie Drews den Goethepark verlassen hat. Aus der Rekonstruktion des Tatgeschehens kann man dann unter anderem Aussagen zum Motiv des Täters treffen und auch zum Täter selber, zum sogenannten Tatprofil oder Täterprofil. Nach einem umfangreichen Aktenstudium und einer Begutachtung des Tatorts stellt das Analyseteam eine Hypothese zum Tatablauf auf. Also wir wussten, dass der Täter Kontakt zu Stefanie Drews und ihrer damaligen Freundin aufgenommen hat. Im weiteren Verlauf haben wir es für die wahrscheinlichste Hypothese gehalten, dass der Täter Stefanie Drews zu einem unmittelbar in der Nähe abgeparkten Auto geführt hat. Dann fährt er mit Stefanie zu einem Ort in der Nähe des Hermsdorfer Kreuzes. Der Täter hat einen Plan, der dafür spricht, dass er Medikamente dabei hatte, die das Kind beruhigen sollten. Das Team der OFA geht davon aus, dass der Täter Stefanie missbrauchen und sie später nach Weimar zurückbringen wollte. Doch dann hat irgendetwas seinen Plan durcheinandergebracht. Eine Ursache dafür war aus unserer Sicht die Überdosierung von Medikamenten des Opfers. Also der Täter hatte dem Opfer Schlaf- und Beruhigungsmittel verabreicht und hier in einer Dosis, die für ein Kind einfach nicht zu vertragen ist. Es dürfte Stress und Hektik bei ihm aufgekommen sein, unter Umständen auch Panik. In dieser Panik beschließt der Täter möglicherweise, Stefanie von der Teufelstalbrücke zu werfen. Gründe dafür waren vermutlich, dass das Opfer in Anführungsstrichen weiter eingetrübt ist, sich möglicherweise in der tiefen Bewusstlosigkeit befand und der Täter aus seiner laienhaften Sicht zu dem Schluss gekommen ist, das Opfer ist bereits tot oder stirbt hier und ich kann das Opfer nicht mehr zurückführen. Ja, und somit für sich den Schluss gezogen hat, ich muss das Opfer jetzt irgendwie loswerden. Das Motiv zeichnet sich ab, doch es gibt noch immer keine heiße Spur zum Täter. In Jena werden die Ermittler der SOKO Altfälle durch eine Aktennotiz auf ein Pärchen aufmerksam, das am Tag des Verschwindens von Stefanie Fotos im Ilmpark gemacht hat. Wir erhofften uns, dass wir auf den Bildern den Täter sehen. Nur leider hatten wir keinen Namen oder auch keine Kontaktdaten von den Zeugen. Und so entschieden wir uns 2017 nochmals an die Öffentlichkeit zu gehen, um nach den Pärchen zu suchen. Dabei handelt es sich um Michael Lehr aus Niedersachsen und seine aus Weimar stammende Frau. Sie erfuhren durch eine Verwandte aus Thüringen von der Suche. Meines Wissens ist ein Fernsehbeitrag für die Sendung Kripo Live gedreht worden, in dem wohl offensichtlich genau dieses Pärchen, meine Frau und ich, gesucht worden.
Als Michael und seine Frau 1991 Weimar besuchten, war er gerade mal 20 Jahre alt. Er erzählt den Ermittlern, wie er den Nachmittag des 24. August im Ilmpark verbracht und was er dort beobachtet hat. Wir sind zu dieser Steinansammlung gekommen, wo dann diese Sphinx-Statue steht. Dort an einer Stelle spielte dann auch so eine kleine Gruppe Kinder. Hier an der Sphinxgrotte möchte seine Frau ein Foto von Michael machen. Um dafür die beste Position zu finden, klettert Michael einmal um die Grotte herum. Dort macht er eine interessante Beobachtung. Hinter diesem großen Steinhaufen, hinter dieser Steinansammlung, da begegnete ich einer Person. Das war in dem Moment sehr auffällig, sehr ungewöhnlich, weil es keinen plausibel erklärbaren Grund gibt oder gab, warum sich dort jemand aufhält. An der Stelle ist nichts, da ist kein Weg. Es war auffällig, ihm dort zu begegnen. Es war auch für ihn auffällig, dass er mir dort begegnet. Er schien völlig überrascht davon zu sein. Kurz darauf entsteht dieses Foto, dass Michael Lehr dort dem späteren Entführer und Mörder von Stefanie begegnet ist, ahnt er in dem Moment nicht. Würden an dieser Stelle jetzt hier nicht diese beiden großen Steine liegen, dann würde man den Täter genau auf diesem Foto dort hintersehen. Dort würde er stehen. Zwei Tage nach dem Ausflug mit seiner Frau erfährt Michael Lehr von der Kindesentführung und der Fahndung nach dem Täter. Der Gedanke war sofort, ich habe etwas gesehen. Eigentlich sogar noch konkreter, mein Gedanke war, den habe ich gesehen. Es konnte sich nur um den Mann handeln, der mir hinter der Sphinx-Statue begegnet ist. Michael Lehr meldet sich damals bei der Polizei, doch in der Flut an Zeugenaussagen gehen seine Kontaktdaten verloren. Auch diese anfangs vielversprechende Spur bringt die Ermittlungen nicht voran. Doch dann macht die Soko Altfälle eine entscheidende Entdeckung. In den Akten stoßen sie auf einen Sexualstraftäter, der zeitweise Tatverdächtiger im Fall Bernd Beckmann war. Es gab 1994 umfangreiche Ermittlungen zu dieser Person im Fall Bernd Beckmann. Wir konnten ihn aber als Tatverdächtigen für diesen Fall ausschließen. Doch seine besondere Vorgehensweise war für uns sehr interessant für den Fall Stefanie Treves. Er hat Kindern Medikamente verabreicht und er hat auch eine Belohnung in Aussicht gestellt. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um den Lkw-Fahrer Hans-Joachim G. aus Berlin. Für den Mord an Bernd und Ramona kommt er nicht in Frage. Aber ist er der Mörder von Stefanie Treves? Ich war mir sicher, dass wir im Fall Stefanie eine heiße Spur hatten. Nachdem ich immer mehr zu der Person las und wir uns auch in den Besprechungen über die einzelnen Personen unterhielten, war uns schnell klar, dass wir hier den richtigen haben könnten. Der aus Weimar stammende Mann wird bereits in der ehemaligen DDR wegen sexuellen Missbrauchs an Kindern straffällig. 1982 siedelt er allerdings nach West-Berlin über. Deshalb gerät er im Fall Stefanie auch nicht in den Fokus der Ermittlungen. Erst 1993 wird er in Thüringen wieder aktenkundig. Wir beschäftigten uns intensiv mit der Person. Wir stellten erst einmal fest, wo er jetzt überhaupt wohnhaft ist. Wir informierten uns darüber, was er auch für Bezüge nach Weimar hat oder auch noch oder hatte zur damaligen Zeit. Wir schauten, wie sein Tagesablauf ist. Wir erkundigten uns, wo er arbeitet und welchen Gewohnheiten er natürlich nachgeht und wo er lebt. Alle Indizien sprechen für Hans-Joachim G. als möglichen Täter im Fall Stefanie Treves. Am 3. März 2018 stürmen Beamte die Wohnung des Verdächtigen in der Holzhauser Straße in Berlin. Der Tag der Festnahme war für uns alle in der Soko etwas ganz Besonderes. Wir standen nun dem Mann gegenüber, den wir 27 Jahre lang gesucht haben. Er selbst wirkte von der Situation überrascht, sagte dann aber auch, dass er gewusst hat, dass dieser Tag für ihn eines Tages kommen wird. Hans-Joachim G. wird zunächst ins Landeskriminalamt Berlin gebracht. Dort findet eine Videovernehmung statt.
Hier die Originalaufnahmen. Aus rechtlichen Gründen müssen wir Hans-Joachim G. unkenntlich machen. Er erzählt detailliert, wie er Stefanie entführt hat. Und da bin ich mit ihr davor gelaufen. Zu dem Auto? Ja. Was haben Sie denn dem Kind unterwegs erzählt? Ach, unterwegs haben wir nicht viel gesprochen. Ja. Sie soll ein bisschen hinter mir laufen. Hm. Also haben Sie gerne angenommen, oder? Nö, nö. Sie ist hinter mir gelaufen, so 2-3 Meter. Und damit das nicht so aussieht, als wenn ich mit dem Kind hier los war. Auf die Vernehmung des Mannes haben wir uns sehr lange und intensiv vorbereitet. Wir nutzten dazu in der Vorbereitung auch die Hilfe einer Verhaltenstrainerin aus Hamburg. Wir haben versucht, den Mann für uns, wie man so sagt, zu einem gläsernen Menschen zu machen und wussten dann auch, wie er tickt, wie er drauf ist. Hans-Joachim G. bestätigt, dass er mit Stefanie von Weimar aus über die A4 bis zum Hermsdorfer Kreuz und dann auf der A9 weiter Richtung Süden gefahren sei. Irgendwo in einem Wald habe er angehalten. Was wollten Sie denn mit den Kindern machen? Mit dem Kind wollte ich erstmal Rabenspruch am Anfang. Und da wollte ich mich entlösen. Und wenn ich da zur Befriedigung gekommen wäre, dann wäre es gelaufen. Dann hätte sich das für mich erledigt. Weil danach ist es vorbei, dann ist das kein Interesse mehr. Anschließend habe er das Kind tatsächlich wieder nach Weimar fahren wollen. Dazu kam es aber nicht. Ich will nach Hause. Stefanie habe gejammert und geweint. Deshalb, so sagt Hans-Joachim G., habe er ihr Beruhigungsmittel gegeben. Was hat Stefanie dazu gesagt? Sie hat gesagt, muss ich so viel nehmen? Hm? Ich sage, du bist ja nervös, du bist ja quengelig, du bist ja aufgeregt. Hm? Ich sehe dir das doch an, du hast Angst. Sag dir, geht's danach besser, du wirst ruhiger, ich fahre dich wieder zu deiner Freundin, wenn gut ist. Stefanie sei kurz darauf komplett weggetreten, habe sich nicht mehr bewegen und nicht mehr sprechen können. Das war mir suspekt, nicht auch unverdammt. Also ich habe schon gehofft, ich tue ihr jetzt nicht, dass sie da mir jetzt mit der Feier oder einen wegstört. Er schilderte detailliert die Abläufe, seine Handlungen. Man muss aber sagen, das hat sich dann geändert, als wir zu dem Mord an der Teufelstaubrücke kamen. Hier verstrickte er sich immer wieder in Widersprüche, seine Angaben wirkten wirr. Er brachte immer neue Versionen und wir wussten an dieser Stelle, dass er lügt. Doch dann räumt er die Tat plötzlich ein. Ich habe daran geglaubt, dass Sie hier die Wahrheit sagen und dass Sie uns das heute erzählen. Lassen Sie mich aussehen, dass Sie Stefanie von der Brücke gestoßen haben. Und ist das die Wahrheit? Ja. Das stimmt. Ja. Der Täter gesteht, das Kind in Fahrtrichtung Raststätte Teufelstal Nord von der Brücke gestoßen zu haben. Nach der Vernehmung wird Hans-Joachim G. nach Thüringen gebracht. Diese Verhaftung nach 27 Jahren ist spektakulär. Sie ist der akribischen Arbeit der Soko Altfälle zu verdanken. Wir waren natürlich überglücklich, dass sich der ganze Aufwand gelohnt hat. Alle Beteiligten hatten fokussiert über Monate lang an diesem Ermittlungserfolg auch gearbeitet. Aber er war noch nicht verurteilt. Und das muss man hier wirklich betonen, denn der sexuelle Missbrauch an Kindern oder auch Totschlag oder auch Kindesentführung wären in diesem Fall schon verjährt gewesen. Und es galt natürlich trotz Geständnis, ihm nachzuweisen, dass er Stefanie ermordet hat. Denn sonst hätte er den Gerichtssaal als freier Mann verlassen. Hochschule Mittweida. Besonders ausschlaggebend für den Ausgang des Prozesses ist das Gutachten des Digitalforensikers Professor Dirk Labudde. Er und sein Team werden beauftragt, zu rekonstruieren, wie genau es zu dem Sturz von der Brücke gekommen sein muss. Verschiedene Szenarien sind möglich. Wir gehen davon aus, entweder Eigen- oder Fremdverschulden. Eigenverschulden könnte auch sein, dass sie sozusagen die Böschung runtergegangen ist, gestolpert und dann beim Sturz verunglückt ist. Eigenverschulden wäre auch, dass sie selber gesprungen ist, beziehungsweise einfach abgerutscht ist und dann so etwas wie im freien Fall. Beziehungsweise dann die letzte Hypothese ist also Fremdverschulden, dass sie gestoßen oder geworfen wurde. Aufgrund ihrer schweren Verletzungen können die Wissenschaftler ausschließen, dass Stefanie die Böschung heruntergegangen und erst dort verunglückt ist.
Um die anderen Hypothesen zu überprüfen, rekonstruiert das Team um Professor Labudde den Tatort in einem 3D-Modell digital. Die besondere Herausforderung: Der eigentliche Tatort ist nicht mehr vorhanden. Die Brücke wurde zwischen 1999 und 2004 neu errichtet. Also war der erste Schritt zu gucken, eigentlich, was finden wir über die alte Teufelstalbrücke, also über den Bauzustand, der dann wirklich in den 90er Jahren dort geherrscht hat, sind dann also in die Archive, haben im Netz recherchiert und dabei hat uns geholfen, dass wir die Originalbaupläne gefunden haben und haben also auf Grundlage dieser Baupläne die Brücke wieder in ihrer Ursprungsform eigentlich im Rechner errichtet. Um den Tatort so originalgetreu wie möglich abzubilden, analysieren die Wissenschaftler auch die Begebenheiten vor Ort. Bei den Untersuchungen kommt unter anderem dieser 3D-Scanner zum Einsatz. So ein Scanner, den kann man an unterschiedlichen Orten aufstellen und dann ein Gesamtmodell berechnen. In dem Fall haben wir aber wirklich nur zwei Scanorte genommen, um die kleinen Pflanzen, kleinen Bäume noch mal exakter darstellen zu können. Auch die Bilder vom Tatort aus der alten Fallakte fließen in das Modell mit ein. Zurück in Mittweida zeigt uns Professor Labudde, wie das Ergebnis all dieser Recherchen, Vermessungen und Berechnungen aussieht. Als erstes hat man wirklich nur dieses 3D-Modell und jetzt füttert man eigentlich dieses 3D-Modell mit der Physik, ja, also mit Gravitation, mit Wechselwirkung, mit Interaktionen von Körpern, von Objekten. Und dann kann man eigentlich die Szenarien wirklich simulieren, also darstellen und dann gucken, ob es so gewesen sein kann oder auch nicht. Stefanie wurde unterhalb der Teufelstalbrücke ca. 8 Meter vom Brückenrand entfernt aufgefunden. Nur mit dieser präzisen Angabe der Spurensicherung von damals waren alle weiteren Berechnungen und Simulationen überhaupt möglich. Die erste Simulation hatte zur Fragestellung oder zur Hypothese, ist sie ohne Fremdeinwirkung runtergefallen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die zweite Simulation diente dazu, um die Frage zu beantworten, wurde sie gestoßen, geschubst oder geworfen. Und in der ersten Simulation kommt raus, also dass sie bei 4 Metern Abstand von der Brücke dann also im Durchschnitt zum Liegen gekommen wäre. Die zweite Simulation brachte heraus, dass wenn ich den Aufprallort mit einrechne, dann brauche ich also wirklich einen Anfangsimpuls. Und daraus konnten wir ableiten, dass es wirklich durch ein Fremdverschulden verursacht sein muss. Das heißt also, das Kind ist geworfen oder geschubst worden. Landgericht Gera. Im Oktober 2018, knapp 8 Monate nach seiner Verhaftung, beginnt der Prozess gegen Hans-Joachim G. Er widerruft sein Geständnis und behauptet, er habe das Kind nicht gestoßen, es sei gefallen, ein Unfall. Doch das Gutachten von Professor Dirk Labudde sagt etwas anderes. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Beschuldigte das Kind vorsätzlich von der Brücke warf. Sein Motiv? Den vorangegangenen Kindesmissbrauch und die übermäßige Vergabe von Medikamenten zu vertuschen. Am 30. November 2018 wird Hans-Joachim G. zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes an Stefanie Drews verurteilt. Stefanies Mutter hat der Prozess enorm aufgewühlt. Die Trauer um ihr verlorenes Kind bleibt. Unsere Fälle finden Sie auch als Podcast unter Die Spur der Täter, überall dort, wo es Podcasts gibt. Ihnen noch einen guten Abend und auf Wiedersehen.